ich bin ja immer noch mitten im Hausbau und deswegen gönnen wir uns jetzt geniale Geheimräume und platzsparende Ideen. Das Video ist von Texamon, schaut gerne mal vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da und let's go! Ah, da waren ein paar ganz geile Sachen dabei. Eine Umfrage aus dem vergangenen Jahr ergab, dass 16% der Beschäftigten in verschiedenen Unternehmen weltweit von zu Hause aus arbeiten. In den USA sind 6 von 10 Mitarbeitern im Homeoffice beschäftigt. Ja, aber das die Erfinder dieses patentierten Tischs haben somit ein... Ist geil, wenn du wirklich eine kleine Bude hast, aber so richtig dann zum Zocken? Volltreffer gelandet. Mit ein paar Handgriffen verwandelt sich ein Esstisch zu einem Arbeitstisch und verlangt dafür mindestens 3.800 Euro. Ja, ist nett das Ding, aber... Nee, wird nicht gekauft. Wir machen jetzt auch wieder so ein bisschen, was kaufen wir nicht. Was kann man tun, wenn man zusammen mit Freunden Wein kostet und es plötzlich zu Ende geht? Ach, wer kennt's nicht, Alter. Dieser Mann hat Glück. Er hat nämlich eine automatische Treppe zu seinem eigenen Weinlager und weiteren Leckereien. Im hochgeklappten Zustand befindet sich die Treppe bündig mit dem Boden und wird automatisch blockiert. Ich muss schon sagen, das ist schon derbe geil, oder nicht? Aber... Warum nicht eine ganz normale Treppe? Obwohl, eine ganz normale Treppe kostet richtig viel Platz. Als das Haus sozusagen, als der Grundriss vom Haus erstellt wurde, meinte der Architekt auch, okay, je nachdem, was für eine Treppe du willst, brauchst du auch Platz. Mit nur einem Knopfdruck hat man wieder eine Treppe ins Weinlager. Das Wichtigste ist... Aber ich würde halt runter ins Gamingzimmer und nicht ins Weinlager. Ich trinke keinen Wein. Dass man den Knopf nachts nicht mit dem Lichtschalter verwechselt. Zack. Und dann geht er runter. Es hat schon was. Ohne Witz. Aber ich habe das Gefühl, dass das vielleicht schnell kaputt geht. Solche Systeme erleichtern den Zugang zu Dachböden und Dachgeschossen. Sie sind nicht nur bequem, sondern auch noch ziemlich sicher. Die Falltüren werden mit einer elektronischen Steuereinheit und speziell geschriebener Software ausgestattet. Das ermöglicht es der bis zu 120 Kilogramm schweren Falltür, sich nicht nur sanft zu bewegen, sondern bei möglichen Hindernissen auch noch automatisch zu stoppen. Die Standardausführung beinhaltet 2 Elektromotoren und 2 Gasdruckdämpfer. LED-Beleuchtung, Batterien für den Fall von Stromausfällen und ein manuelles Öffnungssystem. Aber ich wüsste halt nicht, wofür ich das bräuchte. Der ungefähre Preis beginnt bei 2.200 Euro, wobei die Lieferung und die Montage vom Unternehmen selbst übernommen werden. Diese Geheimtür sieht so aus, als würde sie aus einem Hollywood-Spionagefilm stammen. Hinter einem scheinbar gewöhnlichen Holzstapel verbirgt sich ein kleiner Raum, dessen Schöpfer offensichtlich gute Filme liebt. Ein Poster von Pulp Fiction ist der Beweis dafür. Das ist wirklich geil. Dass er an der Tür zusammen mit einem Freund gearbeitet hat und bittet uns, das Ergebnis zu kommentieren. Ey, ist eine 10 von 10. Meiner Meinung nach kannst du es nicht sehen. Ach, geil. Zack. Und dahinter, wenn jetzt dahinter das Gaming-Zimmer wäre. Ich glaube, das ist ein Kino-Room oder so. Irgendwas ist da auf. Oder ist das so eine Kammer? Ein Panic-Room? Willkommen in der Welt der innovativen Möbel. So das Team von Blumo Design. Das Unternehmen versucht nicht nur schöne, sondern auch noch nützliche Möbel herzustellen. Ein eindrucksvolles Beispiel siehst du gerade auf deinem Bildschirm. Um mit dem digitalen Zeitalter Schritt zu halten, bauten die Mitarbeiter von Blumo Design einen integrierten PC in das Holzbett ein, zusammen mit einem Touchscreen und einer Tastatur. Das Bett ist jetzt auch schlauer geworden. Sollte sich während der Transformation jemand im Umkreis von 1,2 Metern befinden, bleibt es stehen. Also ich muss... Oh, da fährt... Spiele und Filme lassen sich selbstverständlich auch im Liegen genießen und an der Seite wurden ein paar kabellose Ladegeräte und USB-Anschlüsse integriert. Also das ist schon geil. Das Einzige, was ich mir denke, ist, ob das so bequem ist. Da muss ja hier das Lattenrost und alles muss geil sein, die Matratze. Also ansonsten so mega. Ich würde allerdings bei mir im eigenen Schlafzimmer würde ich ein ganz normales Bett hinstellen. So vielleicht als Gästezimmer. Weil das ist schon geil. Davon haben sie wahrscheinlich geträumt, seit sie ihren ersten Actionfilm gesehen haben, sagen die Mitarbeiter eines Londoner Unternehmens. Das Unternehmen Solid Carpentry bietet solche versteckten Räume an, zum Beispiel mit einer Tür in Form eines Regals. Außerdem ist man bereit, einen Aufzug zu tarnen und weist darauf hin, dass das Unternehmen bereits mehr als 15 Jahre Erfahrung hat. Und zwar in allen Stadien. Vom ersten Entwurf bis zum letzten Feinschliff. Das war ja geil. Dahinter hast du so einen Aufzug. Mein Architekt meinte auch mal zu mir, willst du einen Aufzug in deinem Haus haben? Ich so, wozu? Aber es ist tatsächlich, das ist kein schlechter Punkt, wenn du halt später alt bist und du kommst die Treppe nicht mehr hoch, dann ist es ganz geil, wenn du einen Aufzug hast. Aber ich glaube, ich hole mir dann so einen Treppenlift oder so. Fahre ich da so hoch. Von einem Tresor zu einem kompletten Büro bis hin zu einem Swimmingpool. Ja, aber da könnte, im Gegensatz zu diesem Holzding, hier könnte man sich das in Anführungszeichen fast schon denken.
Da zieht man eher mal dran. Aber bei dem Holzstapel denkst du dir, glaube ich, nicht, oh, könnte was dahinter sein. Wie wäre es mit einem versteckten Esstisch? Das ist eine tolle Option für kompakte Wohnungen. Abgesehen von Frühstücken, Mittag und Abendessen verwandelt er sich in einen Schrank. Die Tische werden in Singapur hergestellt und die Immobilienpreise sind dort entsprechend hoch. Ja, aber ich meine mittlerweile in Deutschland ja auch. Und ich glaube, es ist smart, sich solche Lösungen zu überlegen. Sodass das Platzsparkonzept durchaus verständlich ist und bietet dazu auch noch Klapphocker an. Sie wiegen 1,5 Kilogramm und werden ihre Besitzer mit ihren leuchtenden Farben sicher begeistern. Ja, da finde ich, jetzt sieht man die nicht, eine Rückenlehne braucht Paletto. Also wenn ich eine kleine Wohnung hätte, würde ich das kaufen. Eine weitere Entwicklung für alle, die es gerne kompakt mögen. Ein Wandorganizer. Jacken, Taschen, Turnschuhe und alles weitere. Überhaupt ist kein smart. Problem. Die Konstruktion besteht aus Eichenholz, so. Das durch eine Wachsimprägnierung geschützt ist. Kompakte Versionen sind 4 cm dick, während größere Versionen 6 cm dick sind. Die Organizer werden auf Bestellung in etwa 8 bis 10 Wochen hergestellt und sind ab 64 Euro zu haben. Manche Modelle sind eine Art limitierte Serie aus mehreren Stücken. Für die elegante Ergänzung für Bad, Garderobe, Schlafzimmer und Flur, erklärt der Hersteller. Da sieht's aber auch für eine ganz Fixierung cool aus. Im richtigen Winkel werden Magnete verwendet. Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Feinde des Erben, nehmt euch in Acht. Immerhin ermöglicht es der Geheimgang, dieses Mal nicht zu einer Riesenschlange zu gelangen, sondern zu einem Mini-Arsenal. Zusätzliche Ausrüstung. Okay, was hat er denn da oben und so weiter? War die Frage auch. Palermo, brauchst du einen, also es sind halt so ein Fragenkatalog, den der Architekt da mit mir abgegangen ist. Unter anderem auch, hey, willst du einen Tresor? Ich so, Tiggi, was soll ich denn in den Tresor packen? Also, mein PC kann ich da schlecht reinstellen und ohne Witz, ich habe einfach keine Wertsachen. Autoschlüssel vielleicht, aber du willst ja die Autoschlüssel auch nicht immer in den Tresor packen. Und das sind jetzt ja auch, also... In diesem Fall konzentrierte man sich vor allem auf den Maßstab. Eine Seite besteht aus HPL-Platten, während man auf der anderen Seite Keramik verwendete. Eine durchaus würdige Variante für Man in Black. Allerdings wird man uns solch ein Geheimprojekt nicht mehr zeigen können. Das ist ja aber auch eine geisteskranke Tür. Also, wie riesig muss denn dein Haus sein, damit so eine Tür? Das ist ja über 3 Meter hier, oder nicht? Je nachdem, wie groß er ist, ja. Hätte ich gern gehabt. Obwohl, nee. Diese Handwerker bieten eine der einfachsten Möglichkeiten, eine versteckte Tür herzustellen. Dazu verwendeten sie Lamellen, die perfekt zu den 3 Meter hohen Türen passten. Das ist schon cool. Ein extra Punkt verdient dieses Projekt für eine hochwertige Markierung. Das ist unter der Treppe. Und wenn man dort dazu auch noch ein Bett hinstellt, bekommt man eine selbstgemachte Version eines Zimmers aus einem Kapselhotel. Woher kommt denn jetzt das Kapselhotel? Wir befinden uns gerade in der spanischen Gemeinde Cambrils und das ist ein Luftschutzbunker aus der Bürgerkriegszeit. Er wurde im Jahr 1938 zum Schutz der Bevölkerung vor Bombenangriffen gebaut und ist heute der letzte Bunker dieser Art in Cambrils. So, Paletto war kurz auf Toilette. Was ist jetzt hier? Der Bunker bis zu 90 Meter lang und gehört zum kulturellen Erbe der Stadt. Ist gekauft. Seit ihrer Geburt verspüren Menschen einen ursprünglichen Drang zu erforschen, neue Wege zu beschreiten, neue Länder zu kartografieren. Junge, ist das ein fahrender, eine fahrende Hecke? Kartografieren und tiefe Fragen über uns selbst unser Universum zu zitiert ein Handwerker aus den USA die NASA. Und wenn man kein Astronaut sein kann, warum dann nicht ein Buschmann werden? Dieser 193 x 168 x 112 cm große Bushrover bietet die Möglichkeit, das soziale Umfeld zu erkunden. Die aktuelle Version wird von innen gesteuert. Es wird allerdings noch an einer ferngesteuerten Version gearbeitet. Ah, ja, Gott sei Dank. Und trotz des humorvollen Aussehens macht der Autor damit auf wichtige Probleme aufmerksam. Ja, jetzt bin ich gespannt auf die wichtigen Probleme. Allein schon deshalb, weil unsere Ressourcen begrenzt sind und weil wir selbst eine Konsumkultur fördern. Und das drückt er aus, indem er eine fahrende Hecke baut. Hä? Hey, ich find's auch gut, wie er die ganze Zeit auf dem Friedhof rumfährt. Was ist denn da los? Aber ja, ist natürlich gekauft. Also eine fahrende Hecke brauche ich. Da, Gott sei Dank. Und raus, Alter. Schön. Hier ist ein Rezept für viele Likes. Alles, was man dazu braucht, ist eine Geheimtür wie diese. Internetnutzer haben es zu schätzen gewusst. Viele von ihnen... Das haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Die ist aber auch sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. ...waren überrascht darüber, dass die Tür überhaupt nicht zu sehen ist, obwohl er uns gezeigt hat, wo sie sich befindet. Das ist schon auch echt an der gut. Qualität gibt es nichts auszusetzen. Nach 1,5-jähriger Nutzung mussten lediglich die Steine etwas nachgeschnitten und die Scharniere nachjustiert werden. Im Inneren empfehlen viele, eine Bar einzurichten. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, schnell etwas zu verstecken, bevor die Gäste eintreffen.
Gut, da ist natürlich die Frage, mit was für Gästen hängst du ab? Hey, gleich kommen die Gäste. Pack mal die Wertsachen weg. Die klauen alle. Okay. Statistiken zufolge besaßen die US-Amerikaner im Jahr 2018 mehr als 40% aller Schusswaffen auf der Welt. Das sind etwa 993 Millionen Stück. Und wenn man sie gleichmäßig auf die gesamte Bevölkerung des Landes verteilen würde, käme man auf 221 Stück pro 100 Personen. Wo soll man sie alle aufbewahren? Eine der Optionen ist ein Schauschrank mit einem doppelten Sicherheitssystem. Hierfür braucht man nicht nur einen Fingerabdruck, sondern wird auch noch seine Netzhaut scannen müssen. Dazu gibt es auch noch eine eingebaute Beleuchtung, deren Farbe man per Knopfdruck einstellen kann. Am Ende war unser Kunde sehr zufrieden, genauso wie wir, schreibt das Installationsunternehmen. Das ist aber schon so ein bisschen so, wenn du jetzt da deinen ganzen Kram drin hast, hat es schon wirklich ein bisschen Man in Black Style. Weil das vermutest du wirklich nicht dahinter. Kommt Billardtisch raus. Leider bin ich nicht so der Billardspieler, ansonsten wäre es, glaube ich, derbe geil. Ist das schon der Keller? Weil du verbrauchst ja auch im Keller dann Platz. Ah, das sieht man. Das, finde ich, hat man vorher schon gesehen. Ach, das ist draußen. Ist das ein Grill? Was ist das? Sind das so Fleischspieße? Ich check nicht ganz, was es ist. I'm doing it the right way, so. Wow. Oh, das ist irgendwie in der Schule, oder nicht? Nee. Ah, dahinter ist jetzt die Bar, oder was? Nee, ist schon ganz cool. Ja, Opa hat jetzt genug, Opa muss wieder raus. Das ist doch in einer ganz normalen Schule, oder nicht? Oh ja. Das ist ein sehr, sehr cleanes Design. Ja. Schon geil. Ah, okay. Sowas habe ich, so blöd sich das anhört, auch mal so überlegt. Ah, okay. Wäre das eine Option, aber eine ganz normale Garage ist schon derbe praktisch. Weil du darfst auch nicht vergessen, du musst halt da unten alles aus... Ach, es ist Krampf. Achso, da hast du so einen Schrank unter der Decke. Ja gut, aber dafür musst du ja auch Deckenhöhe opfern. Aber ist schon ganz geil an sich. Yo. Das hat richtig so piep, piep gemacht. Der hat aber auch seinen... Ah nee, das ist eine Drohne, die er hier hat. Ich dachte eben, das wäre ein Xbox-Controller. Ah ja. Ah, das ist, glaube ich, so eine Art Panic Room, kann das sein? Weil er da auch so Kameras hat, um zu gucken, was überall abgeht. Diversion Safe Stash. Achso, ja gut, das ist einfach nur so ein unter so einem Lüftungsschlitzdingeling. Dann hältst du da die Karte vor und dann klappt das so zack. That also unlocks the upper ist sicherlich nicht schlecht. Also wenn du wirklich so paranoid bist, dass du in deinem eigenen Zuhause so abgerippt wirst, ist es gut. Stores all of your larger items. It's embedded with a magnet that activates a secret latch. Ah, ja. Oh, okay, ja. Mhm. The shelf drawer. Für? Es sind seine Messer. The larger items. Ah. Was zu naschen. Trainingsgerät. Oh, ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Da sind auch ein paar Handeln. Aber, also, no front. Es sieht aber so aus, als könnte die Person... Es ist ja ein riesiges Wohnzimmer, oder nicht? Vor allem diese geilen Fenster.
baue dir da ein Gym rein. Anstatt das bei oder Omi Sitz zu machen. Einfach damit du nach da, so damit du da oben noch dran kommst. Ja, wunderbar. Baue ich mir alles ins Haus ein. Wird geil.